Bevor das Video losgeht, wollte ich nur kurz Bescheid geben. Die zwei Packs hier mit Tasche, mit GoPro Hero 9 Black könnt ihr gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr in der heutigen Sprechstunde. Hey, euer Doc ist wieder am Start mit einer neuen Sprechstunde und ich habe heute ein XXL-Paket von GoPro bekommen. Deswegen haben wir auch heute ein XXL Unboxing und wir beleuchten auch verschiedene Perspektiven. Normalerweise ist eine GoPro oder allgemeine Actioncam für Autoaufnahmen, für Sportaktivitäten, Tauchen, Fallschirmspringen, Motorradfahren, Fahrradfahren, Snowboarden, Skateboarden. Aber wie ist denn das mit dem Streaming? Wie ist denn das Gaming? Welche Einschränkungen haben wir und welche neuen Möglichkeiten oder Perspektiven haben wir? Und noch was ganz, ganz wichtig. Wir haben hier Unbox-Fieber. Wir haben zwei Formate, Gamer-Syndrom und Unbox-Fieber. Heute das Unbox-Fieber. Und noch was. Auch wenn oben immer wieder mal Werbung steht. Ihr wisst, von Luft und Liebe kann eine Praxis nicht leben. Mitarbeiter haben Kosten, haben Hunger, möchten auch bezahlt werden. Aber auch der Eid des Doc. Ihr wisst Bescheid, meine ehrliche Meinung, keiner hat das Recht, hier auf dem Kanal zu bestimmen, was ich sage. Ich hatte sowas schon mal. Und da habe ich auch abgelehnt und auf Geld verzichtet. Denn wir lassen uns keine Wörter in den Mund legen, aber wir lassen uns Hardware auf den Tisch legen, die wir anschauen können. Und die, die schon lange dabei sind, wissen, ich mag GoPro sehr. Ich schaue auch andere Actioncams an, aber ihr wisst, GoPro ist für mich auch einer meiner persönlichen Lieblinge. Ich habe euch schon sehr, sehr viele gezeigt und das Paket ist voller Überraschungen. Hier einfach ziehen können. Mit Skalpell macht es mehr Spaß. So, was ist denn da drin? Ja. Oha. Wow. Raus. Nummer 1. XXL Unboxing. Oh, ich liebe XXL Unboxings. So. Noch was. Noch was. Krass. Fangen wir mit dem Rucksack an. Rucksäcke liebe ich auch. Jacken und Rucksäcke. Wenn ihr meine Frau fragt, was ich zu viel habe, viele würden sagen, Jordans. Nein, Jacken und Rucksäcke. Ich liebe Rucksäcke. Wir haben auch schon einige hier angeschaut und das ist der GoPro Rucksack Daytripper. Ich verlinke euch wie immer alles. Schauen wir mal. Geil, wir haben hier vorne an der linken Schulter, ja, sag mal dazu, Schultergurt, haben hier die Möglichkeit, die GoPro zu fixieren. Sind hier das Brand weich, polstert. Ansonsten haben wir hier vorne eine Tasche. Aus größeres Liner. Hier ist noch was. Oh, okay, cool. Wir haben hier ein Fach für vielleicht verschiedene GoPros, für mehr GoPros, für verschiedene Perspektiven, Akkus, Ladegerät. Das fand ich cool, ey. Und dann kannst du hier natürlich auch noch was reinlegen, SD-Karten zum Beispiel. Und dann, warte mal. Na, nochmal umdrehen. Boah, hier ist ein Ausgang, glaube ich. Entweder das ist eine Belüftung oder wir könnten da ein Kabel rausziehen. Aber, ja, hier. Zack. Zack. Da nochmal. Ah, okay, hier. Laptop. Und zum Beispiel Tablet. Etwas flaches. Ich würde jetzt keine Wasserflasche reinstecken lassen, sonst habe ich die Wasserflasche hinten im Rücken. Aber, oh, ich liebe Taschen. Ich liebe Taschen. So, dann haben wir hier Zubehör. Das hier ist Zubehör extra für die GoPro. Das ist ein Light Mod. Das heißt, wir haben hier eine Art Licht. Das können wir hier, pass auf, Moment. Der Media Mod. Media Mod
ist eine Art Case mit integriertem Mikrofon, USB-C-Port, HDMI-Ausgangport, Mikroeingang, direktionales Mikrofon und auch hier wasserresistent. Das ist eine Art Case, da sehen wir hier nochmal, was dir verschiedene Möglichkeiten gibt, zum Beispiel so ein Lightmod anzustecken. Auch der Lightmod ist wasserdicht, bis zu 10 Meter hier das Ganze. Und er ist aufladbar. Also der hat einen integrierten Akku und wenn du im Dunkeln oder tauchst, in der Höhle bist, kannst du das benutzen. Aber auch natürlich, wenn du streamst, hast du Licht, was dich beleuchtet, um natürlich hier auch in einer dunklen Höhle, deine Gaming-Höhle zu sagen, zu sitzend und hier natürlich zu filmen bzw. zu streamen. Schauen wir uns gleich mal an. Erstmal einen Überblick verschaffen, denn da sind Sachen dabei, mit denen habe ich gar nicht gerechnet und das finde ich richtig cool. Art Brustgurt, wo du deine GoPro zum Beispiel beim Fahrradfahren, beim Motorradfahren würde ich ein bisschen, müsstest du gucken, oft hat man ja auch Kleidung, die dich schützt, die ist dann eh schon so ein bisschen kompakt, ob das möglich ist, aber Fahrradfahren oder andere Aktivitäten, Brustgurt. Dann habe ich hier für euch ein Dual Battery Charger mit Batterie. So eine Ladestation habe ich für die, ich glaube, die 8er GoPro damals auch gekauft. Ich habe Zubehör gehabt. Wir haben hier neue Akkus, ganz, ganz wichtig, denn die alten passen nicht mehr in die neue, aber die haben dafür mehr Kapazität und du kannst den mitgelieferten, der hier schon mit dabei ist, auch hier direkt laden. Dann habe ich hier ein magnetischer Clip. Das ist cool. Also er klippt und ist auch magnetisch. Zum Beispiel, wenn du Skateboard fährst, ein Gerüst aus Metall oder so, kannst du es da natürlich auch jederzeit hinhängen. Finde ich auch cool. Schauen wir uns an. Eine SD-Karte, 16 GB. Dann haben wir hier nochmal Standardzubehör. So, ein Shorty. Es ist eine Art, ja, Standfuß. Du kannst den sowohl halten als auch natürlich hinstellen. Der ist zwischen 11,7 und 22 cm. Ist eher eine kleine Version, also keine große Version, sondern eher für einen Tisch oder für auf dem Felsen hingestellt, Sonnenaufgang aufgenommen. Und dann gibt es hier der Max Lens Mode. Der hier ist nur 5 Meter wasserdicht, also mit diesem, du hast nämlich die Möglichkeit mit der neuen GoPro, du kannst das Standardobjektiv austauschen und hier zum Beispiel diese Linse drauf machen. Diese Linse hat hier ein paar Unterschiede. Die ist natürlich dadurch dann auch nur 5 Meter wasserdicht. Du hast aber auch hier einen Max Hypersmooth, Max Time Warp. Ist alles möglich, also ist nicht eingeschränkt. Und dann hast du auch hier die Möglichkeit, deinen Horizont zu sperren. Bedeutet, wenn du die GoPro gerade hältst, hochkant hältst, egal wie, eine Art Horizont, der wird einfach gefixt. Und egal wie rum die Kamera gedreht ist, immer hier eine Art Wasserwagenausrichtung, immer hier in der einen Linie. Also auch diese Funktion ist hier dabei und ist nicht beschränkt. Du hast übrigens auch einen 155 Winkel. Also das heißt, du siehst mehr als mit dem Standard. Ja, Objektiv, sage ich jetzt mal dazu. Wir machen gleich Speed-Unboxings von dem gesamten Zubehör und gehen wir noch mal ein bisschen drauf ein, aber wir gucken uns hier jetzt das Herzstück noch mal an. So, jetzt holen wir noch mal das Mikroskop vom Dock her, denn dann zeige ich euch Perspektiven, die es nur beim Dock gibt. Okay, wir haben hier jetzt auch den Hypersmooth 3.0. Das ist die Bildstabilisierung von GoPro momentan, also in der gesamten GoPro-Familie, die beste Stabilisierung. Also für die, die auf Stabilisierung Wert legen, haben hier definitiv das Beste, was halt GoPro bis jetzt gemacht hat. Dann, Fotos können wir mit 20 Megapixeln schießen. Also wir haben jetzt Perspektiven und auch noch mehr Qualität und noch mehr Möglichkeiten in den Fotos. Bis zu 5K Aufnahmen, 5K 30 oder 4K 60. Natürlich kannst du auch streamen mit Full HD und was auch gut ist, die Kamera allein von der Leistung oder von der Überhitzung ist dann nicht so anfällig, aber du brauchst auch meistens auch nicht mehr, wenn du streamst, Full HD reicht da vollkommen aus. Mein gesamtes Streaming Setup ist zum Beispiel auf Full HD ausgelegt. 10 Meter wasserdicht, ohne zusätzliches Case, natürlich aber mit der Standardausrüstung. Jetzt die Webcam, also eine Art Webcam-Mode. Testen wir auch nochmal. Du kannst das Ganze anstecken, zum Beispiel an einen PC, mit OBS verbinden und dann wird die GoPro ganz normal erkannt. Du brauchst kein HDMI-Kabel, kein HDMI-Anschluss, dann eventuell auch noch eine Cam-Link, damit die Kamera erkannt wird. Nein, die
Kamera sendet das Signal, der Rechner weiß, oh, eine Webcam, eine Art Webcam, und dann kannst du die direkt mit OBS einbinden, musst keine Umwege gehen. Das finde ich richtig geil. Wir haben hier ein Case, gebrandet GoPro, ein Hardcase. Yeah, was haben wir noch? Als allererstes Gebrauchsanleitung. Dann haben wir hier USB-Typ-C-Kabel. Dann haben wir hier verschiedene Aufsätze. Bedeutet, wir tun da unsere Kamera rein und können das auch schon hinkleben. Zubehör, Standardzubehör. Der Clip. Dann haben wir hier nun auch den neuen Akku. Der ist größer, hat auch mehr Kapazität. Jetzt holen wir die Kamera. Die ist ein bisschen schwerer geworden, aber auch von der Größe her ist die jetzt auch größer als die Vorgänger. Dafür ist das Touch-Display größer und natürlich haben wir ein neues Display bekommen. Fail. Wir müssen die GoPro nicht mehr in irgendein Case reinpacken, um diese irgendwo zu befestigen, sondern wir können hier einfach diese zwei Halterungen runterklappen. Dann den hier, das Ganze hier dann rein. Das Objektiv, was ich einfach jederzeit auf der linken Seite den Mode-Knopf, den Power-Knopf und natürlich oben den Knopf zum Aufnehmen. Um das Ganze jetzt aufzumachen, einfach hier zack, ziehen, dann geht's auf. Akku, SD-Slot, USB-C. Und rein damit. Und schon sieht man mein Face von vorne. Bedeutet, Akku ist leer, ich muss ihn noch laden. Dann müssen wir noch natürlich updaten. Und dann gehe ich einmal raus, zeige euch nochmal, was kann man damit machen. Und natürlich klären wir die Frage mit den neuen Konsolen und natürlich das Streaming-Setup. Let's go, lasst uns mit dem Speed-Unboxing anfangen. Reinigungstuch. Das Objektiv. Hallo, ich bin der Mini-Doc, ich zeige euch hier alles. Jetzt das Objektiv, komm mal kurz her. Wir wechseln jetzt dieses Objektiv, setzen wir da jetzt drauf, okay? Pass auf. Hey, ich bin wieder der Mini-Doc, bin wieder da und habe ein neues Objektiv draus und zeige euch jetzt, wie ihr ein paar Pose. Die Abdeckung. Der Aufsatz. Powerknopf. Und dann aufladen. USB-C. Zack. Und drin. Media Mod. Die Gebrauchsanleitung. Die Halterungen. Das hier ist eine Art Hülle. Das hier natürlich ein Popschutz für dein Mikrofon. Oben links das Mikrofon. Hier kann man dann zum Beispiel das Licht reinsliden lassen. Oder oben auf. Aufmachen, abziehen, dann zack, zumachen,
Am Anfang denkt man, man kann da nicht mehr weiterladen, aber das stimmt nicht. Wir haben hier die ganzen Anschlüsse. Wir können sowohl laden, als auch haben hier den Klinkenanschluss versteckt. USB-C-Anschluss, aber auch gleichzeitig den HDMI-Anschluss. Also, falls du doch einen HDMI-Anschluss benötigst, brauchst du natürlich dieses Case. Drauf. Licht. Und schon haben wir eine Vlogging-Kamera, die wir zack hinstellen können, in Händen halten können. Einfach reinquatschen, aufnehmen. So, ich befinde mich jetzt draußen. Ihr hört so Hintergrundgeräusche, wie jetzt zum Beispiel die Autobahn. Das ist jetzt der Pop-Up-Schutz, der drauf ist. Als Vlogging-Cam. Jetzt machen wir kurz das Ganze ab. So, das hier ist jetzt ohne Pop-Up-Schutz. Es ist aber auch sehr windstill und lässt sich so dann das Ganze benutzen. Der Brustgurt. Cool. Hochwertig. Magnetisch. Kannst du beißen. Und die GoPro kann dann einfach hier rein. Platz für zwei Akkus. Wow, okay. Fährt rein. Kabel. Rein. Zum Aufladen. Okay, wir befinden uns jetzt hier in der Streaming Area. Und was fällt mir auf? Die GoPro, du benötigst eine Software. Eine Software, um die GoPro überhaupt am PC oder am MacBook zu nutzen. Heißt, erst nachdem du die Software auf dem Rechner oder Mac installiert hast, wird diese als Webcam erkannt. Punkt Nummer 1, Software gesteuert. Zweitens, wenn du hinten an die Konsole das Ganze anschließt, wird es nicht erkannt, weil Software gesteuert. Bisschen schade, geil wäre es, wenn es schon in der GoPro integriert wäre, vielleicht, dass man noch ein paar Lizenzen hätte für die Konsolen, aber okay, da müssen die Gamer leider darauf verzichten, aber wenn du streamst und einen Streaming-Rechner hast, ist das eine geile Option und du siehst, ich switch immer wieder zwischen der GoPro und natürlich meinem Setup. Jetzt allein nur, wenn wir das Kamera-Setup hernehmen, ich glaube 2.000, 2.500 Euro mit Objektiv, Kamera und so weiter. Deswegen riesengroßer Unterschied. Die Aufnahme, die ihr immer wieder seht, ist lediglich nur die im OBS. Zweitens, Nachteil, du benötigst ein Mikrofon. Jetzt nicht da, das kannst du ein anderes benutzen, weil du kannst die GoPro nicht als externes Mikrofon nutzen, nicht mal mit dem Modkit. Also nicht mal mit dem Mikrofon, was da dran hängt am gesamten Case, was ich leider auch sehr, sehr schade finde, denn das wäre richtig cool zum Einsteigen, zum Streamen. Also benötigst du, die kannst du als Kamera nutzen, überhaupt kein Problem, aber Mikrofon benötigst du. Kommen wir zum Fazit. Es ist eine Action-Cam, die definitiv für Outdoor, für verschiedene Aufnahmen noch ausgelegt ist, die aber einen Bonus bietet, wenn du sie eh schon hast oder die kaufen möchtest und die es auch draußen benutzen möchtest, diese dann auch als Webcam nutzen kannst. Du kannst aber auch streamen damit über dein Handy, kannst du zum Beispiel YouTube, Twitch, Facebook und so weiter auswählen und über dein Datenvolumen unterwegs streamen, anstatt dein Handy, sage ich mir jetzt, in die Luft zu halten, hältst du halt die GoPro mit Stabilisation und. Also kannst du wirklich alles damit machen. Musst du halt einrichten. Aber ansonsten, ich würde es mir jetzt nicht kaufen, nur um damit zu streamen. Oder jetzt natürlich für die Konsolen-Gamer, die haben halt jetzt leider nicht die Option, ist leider so. Aber wenn du Motorradfahrer bist oder Fallschirmspringer bist und gerne Sport draußen machst oder andere geile Aktivitäten machst mit Timelapse, Slow Motion und, ist das definitiv eine der besten Möglichkeiten. Mit dem Mikrofon würde ich jetzt ein bisschen schauen. Ich habe mir das Ganze so mal ausgewertet. Man kann aber hier auch externe Mikrofone anschließen. Ansonsten habe ich auch das Facecam-Material ausgewertet. Mir ist aufgefallen, dass es recht gelblich ist. Du könntest da noch mal im OBS ein bisschen nachjustieren, da noch mal ein bisschen mit der Farbe spielen. Also du hättest noch ein, zwei Möglichkeiten. Aber natürlich ist es nicht zu vergleichen mit einer Kamera, die 2.500 Euro kostet. Wie immer, jedes Produkt hat Vorteile, Nachteile. Du musst für dich entscheiden, für was benötigst du das Ganze. Ich habe dir jetzt alles gezeigt, was ich dir zeigen konnte, vom Zubehör bis zu den einzelnen Tests nochmal.
Jetzt kannst du deine eigene Meinung bilden. Solltest du aber noch mehr Infos haben möchtest, noch mehr deinen Hunger nach der GoPro Hero 9 stillen möchtest, verlinke ich dir ein Video vom Mike. Schau dir da nochmal an. Da sind nochmal zusätzliche, andere Perspektiven, andere Tests, andere Möglichkeiten, die dir definitiv auch noch weiterhelfen können. Und ansonsten Daumen nach oben, Abo da lassen, Patient werden und wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Doc. Was müsst ihr tun? Einmal das Video natürlich liken und einen Kommentar hinterlassen. Jetzt in die Beschreibung, was würdest du als allererstes mit deiner neuen GoPro tun? Schreibe das jetzt in die Kommentare und ungefähr in einer Woche verkünde ich dann, ob ich schon die Gewinner benachrichtigt habe oder nicht, bei mir auf Instagram und schreibe euch dann hier an. In diesem Sinne, viel Spaß.